In diesem Video zeige ich dir, wie du mit nur einem Geschirrspültab dein komplettes Badezimmer reinigen kannst. Doch warum genau mit einem Geschirrspültab? Wenn du deine Spülmaschine anmachst, verbraucht diese bei einem Spüldurchgang 9 Liter Wasser und benutzt dafür nur diesen Geschirrspültab, um dein komplettes Geschirr grund zu reinigen. Danach ist eben alles wieder auf Hochglanz, du hast auch keine Kalkflecken an deinem Geschirr und genau diesen Effekt können wir uns auch zum Reinigen anderer Oberflächen, wie zum Beispiel im Badezimmer, zunutze machen. Und wie das am besten geht, das zeige ich dir jetzt einmal in diesem Video. Anstatt dir die Finger wund zu schrubben beim Badezimmerputzen, solltest du daher einfach diesen Trick verwenden. Ich nehme jetzt hier eine normale Sprühflasche, dort habe ich jetzt heißes Wasser einmal reingegeben. Und jetzt gebe ich noch einen Geschirrspültab mit dazu. Den habe ich einmal etwas klein geschnitten, weil der im Ganzen natürlich nicht einfach hier hereinpasst. Danach wird das Ganze einmal gut durchgeschüttet und erst einmal beiseite gestellt. Und zwar so lange, bis sich der Geschirrspültab dann auch wirklich komplett aufgelöst hat. Wenn dieser sich dann komplett aufgelöst hat, dann können wir auch schon mit dem Reinigen beginnen. Im ersten Schritt kümmern wir uns einmal um das Waschbecken. Hier sprühen wir jetzt einfach ein bisschen von der Lösung in das Waschbecken. Und dann kannst du auch schon beobachten, dass sich Flecken und Schmutz auch schon direkt anfängt zu lösen. Jetzt musst du das Ganze natürlich dann nochmal mit einem Tuch oder mit einem Lappen etwas verwischen. Und dann kannst du auch schon sehen, dass diese Verschmutzung sich hier ziemlich leicht und gut lösen lassen. Das ist jetzt natürlich schon ziemlich stark verschmutzt hier. Wenn es nicht so stark ist, dann siehst du auf jeden Fall die Wirkung noch besser und schneller. Danach alles noch einmal trocken wischen und dein Waschbecken sollte wieder glänzen. Auch Edelstahlflächen oder Wasserhähne kannst du sehr gut mit dieser Geschirrspülreinigerlösung reinigen, denn diese entfernen vor allem alte Kalkablagerungen wirklich sehr gut. Ganz einfach etwas davon einsprühen, noch einmal drüber wischen, danach trocken wischen und schon glänzt dein Wasserhahn wieder wie neu. Wie du sehen kannst, sind hier absolut keine Kalkflecken mehr drauf zu sehen und das wirklich ohne mühsam zu schrubben, sondern einfach nur mit dieser Lösung etwas einsprühen. Das gleiche kannst du natürlich auch in deiner Dusche oder der Badewanne machen und auch an den Fliesen bekommst du damit alles wirklich mühelos wieder sauber. Wie du hier sehen kannst, wenn ich das Ganze einsprühe, dann läuft der meiste Schmutz schon direkt nach unten und alles, was ich danach machen muss, ist nur etwas heißes Wasser nehmen, einmal drüber spülen und der Schmutz löst sich wirklich wie von alleine. Also du musst hier nicht wirklich mühsam schrubben und gucken, dass du alles von Hand reinigst. Auf den Edelstahlflächen gehe ich dann hier gleich nochmal mit einem Lappen drüber, damit das Ganze dann auch wieder schön trocken wird. Und dann glänzt auch hier direkt wieder alles wie neu. Und auch dein Badezimmerspiegel kannst du damit wunderbar reinigen. Auch hier einfach etwas einsprühen, das Ganze danach einmal schön verwischen. Zum Schluss dann noch gründlich trocken wischen und dann ist auch dein Badezimmerspiegel wieder komplett sauber und sieht aus wie neu. Hier hast du dann auch keine Flecken mehr im Spiegel oder irgendwas ähnliches, was noch groß verschmutzt ist. Alles ganz einfach, mühelos gereinigt mit dem Geschirrspültab. Außerdem kannst du diesen auch in deinem WC noch einsetzen. Hierfür gibst du einfach etwas heißes bzw. sehr warmes Wasser in deine Toilettenschüssel. Wirfst dann noch zwei Geschirrspültabs hinterher und wartest, bis diese sich einmal komplett aufgelöst haben. Am besten lässt du das Ganze über Nacht ganz einfach auflösen. Denn dadurch werden hier auch alte Kalkablagerungen oder auch Urinstein wunderbar entfernt. Wenn die Zeit dann rum ist, musst du nur noch mit der Klobürste einmal durchgehen, alles schön sauber wischen, danach noch einmal durchspülen und dann hast du auch dein Klo wirklich mühelos gereinigt. Und so einfach kannst du wirklich dein komplettes Badezimmer mit nur einem Geschirrspültab reinigen, ohne dass du wirklich mühsam schrubben musst. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir doch auch gerne in die Kommentare, ob du diese Tricks schon kanntest und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du dann auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.